neuem Database. Hätte ja mal ruhig eine Vorhersagen können, ne? Hätte, ja. Immer diese, ich weiß nicht, aber diese. Mhm. Schrecklich, ne? Ja, ganz fürchterlich. Sollte man verbieten, sowas. Mhm. Was? Das war zu, das Schloss, das Blöde. Ja, vielleicht ist der Zuschluss ja von der Zugbrücke oder so. Ja, bestimmt. Gut, dass es das Wort Ja gibt, ne? Mhm. Gleich da, gleich da. Dauert nicht mehr lange. Ja. Komme nur hereinspaziert. Oh, nicht so schnell. Seien Sie vorsichtig, Venemosa Tentacula. Privé. Oh. Spiegel. Gemälde, Dingsbums. Ja. Aber ich habe den passenden Papagei noch nicht gefunden. Schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Ja, gut. Kaukohl. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen Kuchen kauft. Wenn du mal so Potatze tut. Sie werden es noch weit bringen. Die haben wir zwar jetzt alle, aber ich möchte... Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Die erst anbauen. Mhm. Hogwarts, geheime Räume, Raum der Knickse. Dann gucken wir, ob wir, nein, erst gucken, in was für ein Topf jetzt getöpft werden muss. Ja. Hier haben wir, glaube ich, einen großen Topf. Venemosa Tentakel. Ding. Großer Topf. Zurück. So, dahin. Dann gucken wir, wo drin der Kaukulf. Muss im mittel- oder großen Topf angepflanzt werden. Ja. Den wollte ich gar nicht. Topf leeren. Chineser Kaufhof. Das ist ein kleiner Topf. Okay. Falsche Topfgröße, ja. Aber wir haben noch keine Knöte. Ja, doch. Hier können wir sowieso nichts dran machen. Die machen alles selber, oder? Dann müssen wir mal etwas zusammenwurzeln. Dahin. Das hier war Beschwörungszauber. Änderungszauber. Verwandlung. Beschwörungszauber. Beschwörungszauber. Das reicht eigentlich, ne? Ja, ich glaube schon. Kräuterkunde. Dekoration. Kräuterkunde.
Das ist perfekt für eine Funktion mit dem kleinen Kopf. Kleinkopf. Achso, im großen Topf. Was ist das für ein Ding? Kompost. Oh! Komposter. Achso, das ist immer dasselbe. 3. 0 von 3 beschworen. Was ist das? Schneidestation. Bauen wir doch mal einen Komposter. Der sieht denn schön aus. Der sieht gut aus, ne? Oh ne, ist ja riesig. Ja. Nein? Nein. Naja. Ja, er läuft. Und dann brauchen wir... Dann haben wir schon einen. Gitzeln. Wie muss er sein? Fußgras? Chinesischer Kaukohl brauchen wir. Den anderen haben wir, ne? Ja. Das läuft auf jeden Fall. Das können wir später machen. Ei, guten, das Obi, Omi, hallo Zauberlehrlinge. Sascha hat dir auch einen wunderschönen Mittag gewünscht. Ein Nasen-Sascha, höchst seltener Besuch. Gott. Sascha Keller, grüß dich. Was war hier zu machen? Achso, das war er hier. Weltkarte. Auftrag verfolgen. Hi Anja von Sascha. Hüpf da mal hin. Wir müssen, glaube ich, mal ein paar Hauptgerichte machen, ne? Damit wir mehr Platz in unserer Tier. Sammlung kriegen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Es wäre praktisch, wenn du die Klappe hältst. Der war böse, ne? Ich muss mir eine basteln. Anfangen. Psst, hier drüben. Leise. Gut, dass dich meine Eule erreicht hat. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Nati, was ist los? Was machen wir hier draußen? Wie versprochen, habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt. Er hat einen Brief gelesen. Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Und eins noch. Harlow hat dich gegenüber Kollegen erwähnt. Haben sie dich mit jemandem verwechselt? Nein, haben sie nicht. Rookwood und Harlow sind tatsächlich hinter mir her. Warum hast du mich belogen? Und was wollen die von einem Hogwarts-Schüler? Professor Fig sagt, ich soll das nicht verraten. Aber dir kann ich trauen, Natty.
Sie wollen etwas, das Professor Fig und ich in Gringotts gefunden haben. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz bevor ich nach Hogwarts kam. Darum war ich auch zu spät bei der Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns hin, nach dem Drachenangriff auf die Kutsche. Was in aller... Da ist noch was. Ehrlich gesagt, ist es etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Ist das die Magie, mit der du die Trolle in Hogsmeade bekämpft hast? Ich denke schon. Ich lerne noch. Aber ich kann ihre Spuren sehen und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Das ist eine Menge, ich weiß. Stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, dass Rookwood und Harlow eine Bedrohung für uns beide, für uns alle sind. Und wir können helfen, sie zu erledigen. Ein für alle Mal. Der Brief ist der Beweis, den Officer Singer braucht. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, um an ihn heranzukommen. Du scheinst Rookwood und Harlow unbedingt aufhalten zu wollen. Warum? Leute wie ihn kenne ich aus Uganda. Wenn man sie nicht stoppt, können schlimme Dinge geschehen. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir, wenn wir mehr Zeit haben. Jetzt sollten wir tun, wozu wir hier sind. Können wir nicht direkt zum Ministerium, statt zu Officer Singer? Denkst du etwa die Herren auf Schüler? Nur Officer Singer kann eine Untersuchung einleiten. Das Ministerium kommt später dazu. Ich helfe dir mit dem Brief, Natty. Freut mich zu hören. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor. Such du einen anderen Eingang. Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen. Harlow ist schließlich hier. Erklimme die Festungsmauer. Und vor allen Dingen leise und nicht rumhüpfen oder so, ne? Ja. Aha, dann darf ich dann jetzt hier hochhüpfen? Das war sehr leise. Es ist aber merkwürdig, dass wenn mein PC kein Internet mehr hat, mein Telefon immer noch Internetverbindung hat. Vielleicht ist ein Kabel nicht richtig drin? Du meinst, die Katze spielt da was abends, das wohl ist? Wenn ich nicht da bin. Was denn das denn? Keine Ahnung. So bestimmt nicht. Na, das war nichts. Vielleicht etwas mit mehr Kraft dahinter. Entfällt mir auf! Vielleicht dieses Depulso oder wie das ist. Ach hier, dieser Kummer. So, gehen wir mal wieder hier hin, dann machen wir mal wieder den hier. Was war das hier? Das war... Ne, das hier vielleicht. Akio haben wir gerade gemacht, ne? Die Pulso. Boing. Die Pulso. Das hat geklappt. Ja. Ich glaube, da musst du ziehen. Ja, das denke ich mir auch. Mal gucken, ob hier noch irgendwo was liegt. Reveal. Sieht nicht so aus. Ich glaube, ich muss da hoch, oder? Ach hier. Oh, was haben wir schon mit Rico? Eine Kiste. Wassermarsch. Dankeschön, Enrico, für den Wassermarsch. Dankeschön. Prost. Zum Wohl.